Fortnite hat es wieder mal getan. Ja, und zwar ein Item gebannt. Diesmal handelt es sich um den guten alten Reparaturbrenner, der ja erst mit dieser neuen Season reingekommen ist. Und der wurde jetzt auch hier einfach mal wieder von Fortnite gebannt. Und zwar im kompletten Wettkampfmodus einfach rausgenommen. Warum? Zeige ich euch direkt. Normalerweise Reparaturbrenner könnt ihr irgendwie 8 Schaden oder 5 Schaden machen am Gegner pro Tick. Und ihr könnt natürlich auch irgendwie Fahrzeuge reparieren, Panzer, Autos und so weiter. Und genau da liegt der Punkt. Deswegen wurde das auch rausgenommen. Und um das genau zu erklären, gehe ich mal kurz hier auf den Desktop. Dort wird das Ganze nämlich sehr gut erklärt. Und zwar von diesem User hier. So, er versucht das zu erklären, denn das Ganze hier wurde removed, also wurde entfernt, weil im Endgame vom kompetitiven Modus viele Leute einfach die Cars, also die Autos genutzt haben und andere einfach unfair behandelt haben, indem sie einfach mit dem Auto draufgefahren sind und die Leute dann einfach in Sturm geschubst haben oder dann die ganzen Gebäude zerstört haben. Wir gucken uns das gleich mal an, wie das aussah. Und zudem haben sich die Leute einfach mit den Autos zusammen eingeboxt und mit dem Reparaturtool und haben dann einfach das Auto ständig repariert hier für unendlich Metall, was sie dann eigentlich farmen konnten. Durch diese Autos, also immer abholzen das Auto, da kriegt man Metall, gleichzeitig Reparaturbrenner und so habt ihr quasi unendlich Metall. So, ich gehe mal kurz hier auf ein Video, das Ganze war von It's Jerrion und er hatte das hier im Endgame einfach mal gemacht. Ich mache das mal groß, ich zeige euch das mal eben hier. So, und zwar haben die hier einfach gezockt im Endgame, im normalen Wettkampfmodus, Arena ist das, nee, das ist sogar ein richtiger Cash Cup oder sowas. Hier seht ihr, 68 Punkte haben die gerade und ihr seht, es sind einfach nur Autos hier mit dicken Reifen einfach im Endgame unterwegs und die zerstören halt dann die gegnerischen Gebäude, die fahren einfach durch, die haben einfach hier unendlich Leben immer mit den Autos durch dieses Reparaturtool, können sich verstecken im Auto, können die anderen Gegner einfach, wie gesagt, einfach in Sturm schubsen und ja, so sah das aktuell wohl im Wettkampfmodus aus. Ich selber spiele nicht wirklich Wettkampfmodus, aber ich habe schon ein, zwei Videos gesehen, wie das Ganze so halt passiert und das machen wohl auch viele Leute, dass die einfach so wirklich Top-Platzierung in den Cash Cups erreicht haben und ja, deswegen wurde einfach dieses Reparaturtool jetzt rausgenommen und ist im Wettkampfmodus nicht mehr verfügbar, aber natürlich noch weiterhin im normalen Modus, da ist es drin und ja, das auf jeden Fall kurz zur Erläuterung, warum das Reparaturtool nicht mehr im Spiel ist, zumindest im Wettkampfmodus, wisst ihr Bescheid und das auch zu dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen und bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.